Hallo zusammen. Wir haben die Frage bekommen, kann Stress eine Neurodermitis auslösen? Kann Stress einen Neurodermitis-Schub auslösen? Ja, auf jeden Fall. Also das weiß jeder Neurodermitiker, dass Stress Neurodermitis verschlimmert. Das ist ganz klar. Aber eine Neurodermitis kann auch tatsächlich wirklich nur in Anführungszeichen durch Stress ausgelöst werden. Das hat den Hintergrund, dass unser Körper ja immer mit mehreren Belastungen natürlich fertig werden muss. Wir haben immer von außen irgendwelche Angriffe in Anführungszeichen. Wir essen vielleicht Dinge, die nicht unbedingt gut für uns sind. Wir tun Dinge, die nicht unbedingt gut für uns sind. Und unser Darm ist vielleicht nicht hundertprozentig in Ordnung. Unser Nährstoffgehalt der Nahrung ist nicht hundertprozentig. Ja, das geht alles in so ein Fass mit rein. Und irgendwann ist dieses Fass aber voll. Und wenn dieses Fass voll ist und dann kommt noch ein Riesenstress obendrauf, dann wirkt der Stress quasi als Auslöser und man hat dann das Gefühl, ja, ich habe doch gar nichts anders gemacht. Ja, nur der Stress hat jetzt diese Neurodermitis gebracht. Der Stress war der Auslöser dafür. Nur der Stress macht keine Neurodermitis. Da ist eine genetische Veranlagung vielleicht da. Das sind ganz viele kleine Dinge, die das dann so zusammenkommen lassen. Ja, und der Stress kommt in dem Moment obendrauf, der schiebt da den Cortisolspiegel hoch, das verändert unser Immunsystem. Und wenn unser Immunsystem einfach nicht mehr fit ist, dann kann es zum einen sein natürlich, dass wir krank werden, dass wir irgendwelche viralen Infekte oder sonst was bekommen. Oder es kann eben auch sein, dass wir so chronische Krankheiten ausbrechen. Also das kann eine Autoimmunerkrankung sein, das kann eine Hauterkrankung sein, das kann eine chronische Darmerkrankung sein, alles Mögliche. Oder Migräne oder was auch immer. Ja, von dem her ist es schon möglich, dass man das Gefühl hat, jetzt ist es nur durch den Stress ausgebrochen. Der Stress war der Auslöser. Und so kann ein Stress immer wieder Auslöser sein. Ja, wenn ihr mal eine Neurodermitis hattet oder eine Hauterkrankung habt, die kann man im besten Fall symptomlos bekommen. Ja, das heißt aber, die Neigung dazu, die ist natürlich in euch drin. Und das bedeutet eben auch, wenn dann mal wieder irgendwie eine Situation kommt, wie sie jetzt viele Leute jetzt ganz aktuell haben, das letzte Jahr war ja schon ein besonderes und die letzten Monate jetzt nochmal, das heißt, der Stress ist jetzt im Moment wirklich ganz, ganz hoch, dann kann das schon wirklich auch gut sein. Ja, natürlich, das Stress dann das nochmal auslöst, dass darauf der Schub schlimmer wird, man das Gefühl hat, mein Gott, ich hatte 10 Jahre Ruhe und jetzt habe ich wieder eine Neurodermitis. Ja, also die Antwort ja, ganz klar. Ich schiebe jetzt noch ein kleines Video hinterher, was ich gegen den Stress jetzt tun würde als Empfehlung und macht es gut.